willkommen zu unserer Dokumentation über 10 verrückte Tierbesitzer. Wir besuchen heute sehr verrückte Tiere und die Menschen, die mit ihnen zusammenleben. Also begleiten Sie uns in 10 Wohnzimmer. Viel Spaß! Ja, hallo, herzlich willkommen bei uns. Das hier ist Kevin. Kevin ist eine XXL-Fledermaus. Also, er ist eigentlich ganz zahm. Ne, Kevin? Ja. Du bist ein Guter. Der mag das ganz besonders, wenn man ihn hier oben auf den Kopf krault. Ich weiß, das ist so eine ungewöhnliche Züchtung und das sind auch ungewöhnliche Tiere, die ich hier habe. Ich habe ja 15 Stück von denen. Die anderen schlafen gerade. Kevin ist so der Aktivste am Tag. Es ist ja auch ganz schön hell für ihn. Oh, er möchte jetzt gerne wegfliegen. Tschüss, Kevin! Also, Kevin hat sich jetzt einmal verabschiedet. Es ist so ein bisschen schwierig, die zu füttern, weil die essen ja tatsächlich am liebsten Insekten. Und diese Menge an Insekten tatsächlich zu fangen für die, ist schon eine Herausforderung. Sonst irgendwelche Fragen? Ja, also manchmal müssen es auch nicht wirklich Insekten sein. Manchmal isst der Kevin auch ganz gerne mal so ein Stück Wassermelone. Hallo, ist das an? Ja, die Kamera ist an. Ganz, ganz ruhig. Ja. Also, Sie sind vom Fernsehen, richtig? Ja, von YouTube tatsächlich, aber ja. Also es ist wie Fernsehen. Okay. Wir machen auf jeden Fall ein Video, was man sich nachher ansehen kann. Ja, Sie sind hier wegen meinen ganzen alten Tieren hier, ne? Ich habe ja eine Seniorenbetreuung. Ich kümmere mich um alte Tiere, die einfach kein Zuhause mehr haben und... Ach so, ich dachte, Sie sind ein Senior, der sich um Tiere kümmert. Ich bin ein Senior, der sich um Tiere kümmert, die auch Senioren sind, die ihre letzten Tage noch erleben wollen. Und zwar in Frieden und in Ruhe. Und das hier ist ein Axolotl. Die werden nämlich auch sehr alt und irgendwann, die können sich einfach nicht mehr um sich selber kümmern und dann komme ich halt ins Spiel und dann kümmere ich mich also um die Axolotls. Also ich habe, während ich diese Dokumentation aufgenommen habe, schon sehr viele Axolotls gesehen und dieses Axolotl wirkt auf mich tatsächlich sehr jung. Sind Sie sicher, dass das sehr alt ist? Ja, das ist sehr alt. Das ist bestimmt schon 50 Jahre alt. Ich glaube, das ist letzte Woche erst geschlüpft. Nee, das ist 50 Jahre alt. Und ich fühle mich inzwischen wie eine Axolotl-Expertin. Noch älter ist dieser Blauwal hier. Die wenigsten wissen das, weil man sieht es ja kaum. Wenn Blauwale alt werden, dann schrumpfen die und dann werden die so klein. Der ist auch wirklich, der ist ja bald gar nicht mehr da, so im Vergleich mit den großen, den Blauwalen. So, geht das so? Sehe ich gut aus? Okay, gut. Es freut mich sehr, dass endlich mal Aufmerksamkeit auf die Natur gerichtet wird. Dass es wirklich auch mal darum geht, die Natur zu schützen und den Lebensraum der fantastischen Axolotl, der Waldaxolotl. Wir sind ja hier jetzt nicht, Sie wollten ja eigentlich mein Wohnzimmer sehen, aber als Naturschützerin bin ich ja nicht so viel drin tatsächlich. Und die Tiere, die ich betreue, leben ja auch nicht drin. Die Axolotl hier, die leben halt so gerne in diesen Gebüschen. Deswegen ist es sehr wichtig, diese Gebüsche zu schützen. Und Sie sehen, die sind hier so glücklich, die brauchen überhaupt nicht drinnen sein. Also gucken Sie, wie flauschig die sind und wie rosa. Und naja, sie sind nicht wirklich gut getarnt. Das macht sie so ein bisschen anfällig dafür, eingesammelt zu werden und naja, dann gekuschelt zu werden. Aber sie sind natürlich auch so niedlich. Ich freue mich ja so sehr, dass Sie hier sind, dass Sie auf meine Anfrage geantwortet haben und dass Sie mich heute hier begleiten, denn ich habe wirklich die speziellsten Haustiere, die es überhaupt so gibt. Ich habe nur Haustiere, die man aus Film und Fernsehen kennt. Schauen Sie mal. Das hier ist Gary, die Schnecke aus SpongeBob. Wer kennt sie nicht? Ja, die ist wirklich echt. Die Schauspieler werden immer mal wieder ausgetauscht und deswegen, Gary ist nicht immer dieselbe Gary, die ihr im Fernsehen seht. So, ja, das ist so. Also irgendwann werden die halt wieder ausgetauscht, weil sie zu alt werden und ich habe so eine Gary-Schnecke ergattern können. Ich habe noch was ganz Besonderes. Aus einer Galaxie weit, weit entfernt, ein Pork. Auch das sieht aus wie Computereffekt im Film, aber nein, Porks existieren wirklich. Sie kommen gar nicht von einem anderen Planeten, die leben einfach nur unter der Erde. Deswegen kennt sie fast keiner, aber ich bin dem auf die Spur gegangen und ich habe jetzt so einen Pork wie in Star Wars. Ja, der Pork hat auch immer ein bisschen was zu sagen, ne? Oh, ist der nicht niedlich? Wenn man so über den Bauch streichelt, dann tanzt er auch ein bisschen. Und jetzt nochmal zum allerbesondersten Tier. Ein Evoli. Ja, das ist ein bisschen fehlgebildet, aber es ist trotzdem ein echtes Evoli. Das ist nämlich tatsächlich im Labor entstanden, weil es gibt so Leute, die wollen wirklich Pokémon in der echten Welt haben. Und es hat geklappt. Es gibt ein echtes Evoli und ich habe eins.
Wissen Sie, ich weiß gar nicht, wie ich die alle auf dem Arm halten soll. Das werden immer so viele, diese Axolotl-Babys. Also, es sind reichlich. Hui, hui, ganz ruhig, ganz schön mein wild. Kleiner. Ganz ruhig. Ja, also, ich habe momentan... Ups, schon wieder eins runtergefallen. Das macht denen nichts. Sie sind so plüschig und so weich. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also, die schlüpfen aus diesen Eiern hier. Manche verwechseln die auch mit Ostereiern, aber da schlüpfen tatsächlich keine Osterhasen raus. Da schlüpfen diese plüschigen Axolotls raus. Und naja, wie Sie sehen, ich habe hier 4, 5. Und wenn die größer werden, ich entlasse die einfach in die Wildnis. Die können nämlich sehr, sehr gut alleine klarkommen. Und ja, dann legen die mir die Eier immer wieder vor die Tür. Wie die Osterhasen. Also der Vergleich ist schon nicht so weit weg. Aber es sind keine Hasen, es sind Axolotls. Das müssen Sie wissen. Hat er den Termin verpasst? Oh, gut, dass Sie da sind. Kommen Sie mit rein. Was ist denn los bei Ihnen? Der Oktopus. Was ist mit dem Oktopus? Sehen Sie das nicht, wie schlecht es ihm geht? Der ist ganz gelb. Nicht wirklich. Soll er nicht so aussehen? Nein, ich muss hier gerade gucken. Der Oktopus, der hat ja 3 Herzen. Und irgendeins der Herzen schlägt nicht mehr. Wir müssen sind Sie Tierarzt? Ich bin Tiersanitäter, hobbymäßig. Aber ich kann das. Okay, das nicht Herz, Wasser? Das Herz. Jetzt gerade nicht. Oh, jetzt stell dir doch keine Fragen. Okay, hier ist das Herz. Ich muss reanimieren. Ach, gut, die Panik ist vorbei. Der liebe Oktopus hier, der Edward, der hat jetzt auch wieder ein gesundes Orange angenommen. Also, ich spüre auch, die Herzen schlagen überall wieder. Also, das ist gut. Der Edward ist ein Landoktopus? Nein, der ist kein Landoktopus. Jetzt seien Sie doch nicht lächerlich. Aber, der kann auch mal kurz an Land überleben. Also, dem geht's gut. Wie soll ich denn im Wasser reanimieren? Jetzt denken Sie doch mal mit. Das ist ja wohl eine Frechheit. Okay. Ja, den bringen wir dann auch gleich wieder ins Aquarium zurück zu seinen anderen Freunden. Und dann können wir uns ja auch noch die anderen Tiere in der Notstation angucken. Die habe ich hinten im Schuppen. So, meine Kleine, trau dich. Spring einfach. Du schaffst das. Vielleicht schaffst du auch ein Salto. Hui! Oh, was ein tolles Abenteuer für uns beide. Ich bin hier mit meiner Katze und sie macht super gerne Parcours. Also wir sind ja hier in der Großstadt und deswegen gibt es hier nicht so viel Natur für die Katzen. Und deswegen macht sie gerne Parcours hier an solchen Stangen. Ihr habt gesehen, es ist ein bisschen schwierig. Manchmal traut sie sich noch nicht so ganz. Aber ich motiviere sie immer gerne und dann erleben wir die besten Abenteuer zusammen. Und jetzt suchen wir uns nochmal eine weitere Location, wo sie nochmal springen kann. Oh je, da mache ich mir jetzt aber tatsächlich ein bisschen Sorgen. Meinst du, das ist nicht doch zu hoch? Meinst du, das schaffst du? Oh, ich hab dich! Sehr gut, super Sprung. Seht ihr, was sie alles kann? Ja, wie Sie da an der Wand schon sehen können, das ist ja mein YouTube-Projekt. Und ich habe da nämlich sehr viel Erfolg. Aber viel wichtiger natürlich ist es, dass ich mich hier um die Tiere kümmere. Ich bin nämlich ein Tierretter. Ich nehme Tiere in Pflege auf, die ganz dringend Hilfe brauchen. Wie diese arme Robbe. Die habe ich vorm Ertrinken gerettet im Wasser. Die war da einfach, die ist da fast untergegangen. Die habe ich erstmal hier mit nach Hause genommen und pflege die ganz gesund. Und da mache ich nämlich dann immer auch noch eine Videoreihe zu. So, und dann sieht man nämlich, wie der Robbe, der geht schon viel, viel besser. Schaut, wie müde sie ist. Oh. Eine Frage dazu. Ja. Wir sind ja ziemlich weit vom Meer entfernt. Mhm. Ja, zum Glück. Oh, die Robbe, die hatte richtig Angst. Die ist ganz panisch geworden. Die hat so geplatscht und so rum im Wasser. Das ging ja gar nicht. Also hier ist sie viel, viel ruhiger. Oh, jetzt haben sie ihr Angst gemacht. Schaut mal, sie hat sich hier zurückgezogen in ihren Robbenkörper. Robben können sowas. Außerdem... Sind Sie sich sicher, dass das keine Schildkröte ist? Nein, das ist eine Robbe. So, Robby, du gehst jetzt erstmal zur Seite, machst dir da gemütlich. Was ich auch noch habe, ist diese Axolotl. Die vermehren sich ja ohne Ende und dann werden die einfach ausgesetzt. Und ich muss die alle einsammeln und die pflege ich auch hier, ne? Kleines Axolotl-Baby. Ja, die sind vor allem ganz beliebt. Wenn die auf dem Thumbnail sind von den YouTube-Videos, da wird sowas von drauf geklickt. Wie groß werden die? Das weiß ich gar nicht so genau. So, ich bin hier heute mit meinen 3 kleinen... Runden befreunden. Das ist mir auch sehr wichtig, dass alle Tiere sehr gut befreundet sind. So als Tierpsychologin ist das so meine Spezialisierung. Sie sehen, das sind ganz verschiedene Arten. Wir haben hier einmal ein Walross, dann haben wir hier einen Axolotl. Die sind sehr gefährdet übrigens. Es gibt nur sehr wenige von ihnen. So eins zu bekommen ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und wir haben hier ein süßes Miezekätzchen in Rosa. Also, diese 3 sind die besten Freunde. Die 3 heißen folgendermaßen. Das hier ist Anton, das hier ist Bernhard
Und das hier ist Klaus, aber mit C geschrieben. Also A, B, C. Das muss schon alles seine Ordentlichkeit auch haben. Und, naja. Ist es denn für die Psychologie der Tiere besonders wichtig, dass sie rund sind? Ja, das macht sie sehr empathisch und das hilft ihnen auch in der Kommunikation mit den anderen Tieren. Das ist wirklich schon ein sehr wichtiger Aspekt meiner Arbeit. Ich bin ja auf runde Tiere spezialisiert. Ah, ja. Vielleicht kennen Sie die auch unter dem Begriff Squishmallows. Ja, ich muss hier auf diese blöde Katze aufpassen. Minka heißt die. Die wurde mich einfach überlassen. Die Besitzer sind nach Paris abgehauen. Die Katze durfte nicht mit am Flughafen. Das war komplettes Chaos. Ja, und dann haben die einfach spontan bei mir hier abgesetzt. Keine Ahnung. Die faucht die ganze Zeit. Die ist einfach nur schlecht drauf. Also jetzt bin ich auch schlecht drauf. Also so habe ich mir den Sommer auch nicht vorgestellt. Da muss ich mich halt um diese Katze kümmern. Ich habe keine Ahnung von Katzen oder von Tieren oder irgendwas. Ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, wer Sie überhaupt sind. Wie sind Sie in mein Wohnzimmer gekommen? Ja, also ich bin hier Chanel und Bibo, Schnürschuh. Die hatten sich hier für die Tierdokumentation angemeldet. Und die wollten ein besonderes Porträt über Minka gemacht haben. Und deswegen bin ich jetzt hier für 10 außergewöhnliche Tiere. Ist Minka denn außergewöhnlich? Nee, gar nicht. Das ist eine. Na gut, schauen Sie sich an. Die ist halt pottenhässlich, aber sonst. Hey, kein Tier ist hässlich. Ja, doch, die schon. Wieso werde ich eigentlich dauernd gefilmt? Lass mich gehen. So, vielen Dank, meine lieben Zuschauer, dass Sie sich diese wundervolle Dokumentation angesehen haben. Sie haben 10 verrückte Tiere gesehen, 10 verrückte Menschen, die so alle nicht existieren. Es wurde kein einziges Tier beschädigt, verletzt oder nicht genug gekuschelt während dieses Videos. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal.